Jetzt bitte ich einmal Frau Bachmann um ihre Präsentation und wir starten auch mit der Aufzeichnung. Bitte schön. Genau, können Sie die Präsentation sehen? Ja, Perfekt. sehr gut. Genau, dann vielleicht noch mal kurz zu mir. Ich wurde ja eh schon gesagt, ich bin Doktorandin an der Uni Innsbruck und arbeite zum einen im Projekt Lebensraum Gründach und zum anderen im Vielfalter-Tagfalter-Monitoring, das ich heute auch ganz kurz noch erwähnen werde, weil wir auch da Citizen Scientist-Schulen. Und darf euch jetzt aber erstmal das Projekt Lebensraum Gründach vorstellen. Und in dem Sparkling Science Projekt arbeitet das Institut für Ökologie mit dem Institut für Botanik an der Uni Innsbruck zusammen. Unterstützt werden wir zusätzlich vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Uni Innsbruck, arbeiten auch mit den Tiroler Landesmuseen, genauer mit der naturwissenschaftlichen Sammlung zusammen und haben drei Partnerschulen, die im Projekt involviert sind. Das ist die Mittel- und Realschule Kleinmeisertal, das Bundesrealgymnasium in der Au in Innsbruck und das Bundesrealgymnasium Schoren in Dornbirn. Genau. Und zunächst mal zu den Forschungsfragen, also den wissenschaftlichen Zielen im Projekt. Wir wollen herausfinden, welchen Beitrag Gründächer eigentlich zur Verbesserung der Biodiversität leisten können, also welchen Mehrwert sie eigentlich als Lebensraum auch haben. Schauen uns aber auch an, wie resistent und resilient sie gegenüber zunehmender Hitze und Trockenheit, vor allem auch im Kontext des Klimawandels sind. Und da schauen wir uns vor allem an, wie sind die Bedingungen auf den Dächern und wie kommt vor allem die Vegetation damit klar. Und dann haben wir noch einen methodischen Aspekt mit drin. Das heißt, wir schauen uns an, wie moderne Methoden zur Erhebung der Insektenvielfalt im Citizen Science Kontext angewandt und optimiert werden können. Die Erhebungsstandorte, die wir haben, finden sich alle in Tirol und Vorarlberg, von Dornbirn übers Kleinwalsertal bis nach Innsbruck, die von den drei Partnerschulen mit betreut werden. Und zusätzlich haben wir eine Kooperation mit der Post. Vom ist ein großes Postverteilerzentrum, die auch ein eigenes sehr großes Gründach haben. Und da haben wir ebenfalls eine Kooperation und haben einen vierten Erhebungsstandort. An jedem unserer Standorte schauen wir uns drei verschiedene Flächen an. Das heißt, zum einen erheben wir jeweils das Gründach, schauen aber gleichzeitig im Vergleich in diese und einen versiegelten Standort an, einfach um die Ergebnisse, die wir vom Gründach haben, auch in Beziehung setzen zu können. Also vor allem die versiegelte Fläche auf dem Bild ist jetzt das Unidach in Innsbruck zu sehen, das eben unbegrünt ist. An den anderen Standorten ist das ein Parkplatz. Ist für uns so ein bisschen die Nullprobe, sage ich mal, wo es uns darum geht, wie viele Insekten kommen zum Beispiel an dem Standort vor, wenn der nun mal wirklich gar nichts zu bieten hat, wie eine versiegelte Fläche. Und da können wir dann die Ergebnisse, die wir vom Gründach haben, besser einordnen. Ja, zur Biodiversität machen wir verschiedene Erhebungen, um uns eben anzuschauen, was so ein Gründach an Lebensraum bietet. Zum einen machen wir Vegetationsaufnahmen, vor allem auf dem Gründach, aber auch auf dem Wiesenstandort. An allen drei Erhebungsflächen haben wir diese Malaisfallen stehen, die man da im Bild sieht. Das sind Insektenfallen, mit denen wir eigentlich dauerhaft dann Insekten an den Standorten fangen und dann mit genetischen Methoden, also mittels Metabarcoding auswerten und dadurch dann ein Bild bekommen, zum einen über die Insektenbiomasse, aber auch über die Artenvielfalt, die an den jeweiligen Standorten vorkommt. Und ergänzend machen wir Tagfaltererhebungen, wo wirklich gezielt einzelne Erheber auf die Dächer und auf die Wiesen gehen und die Tagfalter vor Ort erfassen. Für den zweiten Teil, wo es eben um den Extremstandort Gründach geht, um die Bedingungen und die Vegetation da oben, haben wir auf allen Dächern Klimastationen und Bodensensoren installiert. Das heißt, da werden dauerhaft verschiedenste Wetterparameter aufgenommen, also Temperatur in verschiedenen Höhen, Niederschlag, sogar Blitzhäufigkeit in der Umgebung ist mit dabei. Und dazu nehmen die Bodensensoren zum einen die Temperatur, aber auch die Feuchtigkeit im Boden auf, was natürlich für die Pflanzen wieder wichtige Parameter sind. Ja, mit automatischen Kameras und teilweise mit zusätzlichen Fotos wird die Vegetation dokumentiert. Dafür haben wir verschiedene Vegetationsquadrate auch installiert, die wir wirklich über die Saison sehr genau beobachten und daran auch schauen können, wie verändert sich die Vegetation auch in Abhängigkeit von diesen Umweltfaktoren. Und zusätzlich gehen wir mehrere Male in der Saison auch selber aufs Dach und führen weitere Messungen durch und messen weitere Parameter, die für die Vegetation von Bedeutung sind. Genau, Zusammenarbeit mit den Schulen. Hauptsächlich
sind wir eigentlich über Workshops mit den beteiligten Schulklassen in Kontakt. Dazu später dann eh noch mehr. Des Weiteren besteht dann Zusammenarbeit bei der Datenauswertung. Das heißt, vor allem diese Vegetationsfotos müssen ja auch alle ausgewertet werden und da erhalten wir viel Unterstützung von den Schülerinnen, die im Projekt mitarbeiten. Auf der anderen Seite unterstützen wir auch die Schulklassen bei eigenen Projekten, die sie durchführen wollen. Die Schülerinnen betreuen jeweils den Messstandort an der eigenen Schule. Das heißt, an jeder Schule gibt es ein eigenes Gründach. Bei zwei Schulen ist es das Dach von der eigenen Schule und bei der einen Schule ist es ein Gründach in direkter Umgebung, auf das die Schülerinnen Zugriff haben. Und dort wird eben von den Schülerinnen, werden diese Malaisfallen betreut. Das sieht man auf dem rechten Bild. Da müssen regelmäßig die Proben getauscht werden. Und zum anderen eben so verschiedene Parameter der Vegetation zu dokumentieren. Und zusätzlich werden wir nächstes Jahr ein Wissenschaftsfest anbieten oder abhalten mit den beteiligten Schulen und bieten auch Exkursionen und weitere Angebote an. Für den Datenaustausch im Projekt haben wir eine Plattform auf der Homepage eingerichtet und darüber haben die Schülerinnen Zugriff auf sämtliche Daten, die erhoben werden. Also zum einen diese kontinuierlichen Messdaten von den Klimastationen, aber auch auf sämtliche Fotos, Auswertungen, auf die Daten von den Insektenfallen. Das heißt, das steht alles zur Verfügung und kann genutzt werden. Und gleichzeitig können auch die Schülerinnen dort die Fotos, die sie machen, hochladen. Und es gibt ein eigenes Eingabetool für diese Fotoauswertung der Vegetation, was auch auf dieser Plattform dann durchgeführt werden kann. Und wir haben auch ein nochmal weiteres Citizen Science Modul sozusagen im Projekt, wobei es darum geht, Gründächer in ganz Österreich zu erfassen, also ein bisschen ergänzend zu diesen sehr intensiven Erhebungen, die wir an den einzelnen Dächern haben, wo wir nochmal großflächig erfassen, wo es Gründächer in Österreich gibt und vor allem auch, wie diese Dächer aufgebaut sind, mit welcher Motivation sie angelegt wurden. Das Ganze haben wir gerade beim Citizen Science Award auch eingereicht. Und da starten die Erhebungen dann im nächsten Jahr. Wobei die eine Schule, die im Projekt dabei ist, auch dieses Jahr schon ganz motiviert startet und die ganze Gemeinde da komplett erheben will. Also genau, das ist noch ergänzend mit dabei. Das bringt mich dann auch schon zur Frage des heutigen Tages, nämlich wie lernen Citizen Scientists eigentlich wissenschaftliches Arbeiten? Und wie bereits erwähnt, da werde ich auch kurz noch auf das Tragweiter-Monitoring eingehen, das auch aus einem Sparkling Science Projekt hervorgegangen ist und wo wir auch jetzt im Projekt Lebensraum Gründach auf ganz vielen Erfahrungen eigentlich aufbauen, die aus Vielfalter stammen. Und zum anderen ist das mittlerweile eben ein österreichweites Schmetterlingsmonitoring, in dem wir auch Citizen Scientists mit involvieren. Und da würde ich kurz noch drauf eingehen am Ende, wie wir da eigentlich die Citizen Scientists schulen. Genau. Und zuallererst vielleicht mal zum Begriff wissenschaftliches Arbeiten und das heißt eigentlich wissenschaftliches Arbeiten lernen. Da haben wir im Projekt eigentlich auch zwei Motivationen, warum wir das den Citizen Scientists und in dem Fall jetzt vor allem den Schülerinnen vermitteln wollen. Und das eine ist einfach, dass wir ein Verständnis für eine wissenschaftliche Arbeitsweise vermitteln wollen. Also wir wollen den Schülerinnen da auch neue Perspektiven eröffnen, vielleicht auch neue berufliche Perspektiven eröffnen, indem wir ihnen einfach das Thema Wissenschaft näher bringen, vor allem auch ein kritisches Hinterfragen fördern und im Idealfall natürlich Wissenschaftsskepsis in der Bevölkerung auch entgegenwirken. Also da geht es uns eigentlich vor allem darum, für die Schülerinnen Kompetenzen zu vermitteln. Und auf der anderen Seite ist natürlich gutes wissenschaftliches Arbeiten auch einfach für die Mitarbeit im Projekt wichtig. Also uns geht es da auch darum, ganz konkrete Kenntnisse zu vermitteln, die die Schülerinnen brauchen, um im Projekt mitzuarbeiten. Also das fängt dann an bei der korrekten Handhabung der Messgeräte, über eine nachvollziehbare Dokumentation und auch zu einer systematischen Datenauswertung, wo also das primäre Ziel ist, dass wir haben, eigentlich die Forschungsqualität sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass wir halt im Projekt auch solide wissenschaftliche Ergebnisse erzielen können. Genau, das haben wir versucht oder versuchen wir halt möglichst beides mit unterzubringen und beides zu vermitteln, dass wir halt als Wissenschaftlerinnen einen Mehrwert aus dem Projekt haben, aber natürlich auch die Schülerinnen da viel draus mitnehmen können. Ich habe es ja schon erwähnt, wir haben Kontakt mit den Schülerinnen vor allem über Workshops, die wir anbieten. Der allererste Workshop, den wir abgehalten haben, war mit den beteiligten Lehrpersonen, auch um Erwartungen abzuklären
von unserer Seite auch klar zu kommunizieren, was wir von den Schulklassen erwarten, was wir fürs Projekt brauchen, um aber eben auch mit den Lehrpersonen abzuklären, wo die den Mehrwert sehen, was bei denen gut in den Lehrplan reinpasst, wie sie die Themen gut integrieren können und was sie sich vom Projekt erhoffen. Und dann bieten wir drei Workshops an, die wir mit den Schulklassen durchführen. Das erste ist ein Grundmodul Lebensraum Gründach, wo es vor allem zum einen darum geht, Hintergründe auch zu vermitteln zum Projekt, wo wir ganz grundlegend diese wissenschaftliche Herangehensweise vermitteln und ganz konkret mit den Schülerinnen die verschiedenen Geräte anschauen, die es im Projekt gibt, die an den Standorten aufgestellt wurden und den Schülerinnen auch zeigen, wie das Ganze funktioniert und wie sie damit umgehen können. Und dann bieten wir noch zwei vertiefende Workshops an. Ein zum Thema Biodiversität, wo es sehr stark auch um diese Malaise-Fallen, diese Insektenfallen geht und auch das Metabarcoding. Natürlich dann auch vermitteln wollen, wie diese genetischen Methoden funktionieren. Und dann einen zweiten Workshop, Extremstandort Gründach, wo vor allem die Bedingungen am Dach im Vordergrund stehen und die Pflanzen sich daran anpassen können, wo auch diese Fotoauswertung nochmal näher besprochen wird und wo wir auch mit den Daten arbeiten, die wirklich direkt am Gründach erhoben wurden. Bringt mich auch schon dazu, was sich dabei bewährt hat eigentlich bei den Workshops. Und ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, in eigentlich jedem Bildungskontext ist, dass wir die Schülerinnen viel selbst aktiv werden lassen. Also natürlich gehört es auch dazu, dass man auch viel erklärt, aber dass wir möglichst versuchen, dass die Schülerinnen viel selber machen können, dass wir Methoden mit reinbringen, wo die Schülerinnen was selber machen, sich selber Gedanken machen müssen und eben nicht einfach nur konsumieren, sondern sich ganz aktiv mit dem Thema auseinandersetzen, die wir damit reinbringen. Was sich absolut bewährt hat, war das Gründach zu begehen und die Geräte vor Ort zu zeigen. Das war leider bei einer Schule aus Sicherheitsgründen auch nicht möglich. Mit den anderen Schülerinnen haben wir das machen können und haben absolut das Feedback bekommen, dass das für sie ein Highlight war, dass sie zum Teil gar nicht wussten, dass ihre Schule so ein Dach hat. Dass ihnen das extrem gut gefallen hat, da mal selber raufschauen zu können und uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, alle Geräte wirklich vor Ort zu zeigen und zu zeigen, was da gemessen wird, wie diese Insektenfallen funktionieren, was da gemacht werden muss. Also ich denke, das war ein großer Mehrwert. Und was auch, denke ich, sehr positiv war, dass wir einige Schulklassen an die Uni eingeladen haben. Also die Schülerinnen aus dem kleinen Walsertal haben wir für 2 Tage nach Innsbruck eingeladen. Und die eine Schule aus Innsbruck, da fällt es uns ja eh leicht, die Schulklassen mal an die Uni zu holen. Und auch das, denke ich, war für die Schülerinnen ein großer Mehrwert. Bietet für uns auch den Vorteil, dass wir Infrastrukturen der Uni nutzen können, also zum Beispiel auch mal im großen Hörsaal einen Teil abhalten können. Oder auch, man sieht es unten rechts, die Praktikumsräume nutzen können und zum Beispiel für alle Schülerinnen auch Mikroskope haben, was gerade für die Schüler aus dem kleinen Walsertal ja auch wieder ein Highlight war, weil die selber diese Infrastruktur gar nicht haben und gar nicht die Möglichkeit haben, dass wirklich alle Schülerinnen mal ein eigenes Mikroskop haben und damit arbeiten können. Was, denke ich, auch wichtig ist, war der persönliche Kontakt mit den beteiligten Wissenschaftlerinnen. Also wir haben die Projektleitung und auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter haben die Workshops alle persönlich abgehalten. Und ich denke, auch das ist einfach ein Mehrwert, dass man sich da die Zeit nimmt und dass die wirklich alle selber abhält, die Workshops, und den persönlichen Kontakt hält. Genau, und des Weiteren haben sich spielerische Zugänge gerade bei den jüngeren Schülerinnen bewährt, einfach um sehr abstrakte Themen runterzubrechen auf irgendwas, das angreifbar ist, und auch konkrete Beispiele, also vielleicht ähnlich, gerade mit dieser Bilderauswertung, dass man da wirklich ganz konkrete Beispiele zeigt, wie es zu machen ist, dass man die Aufgaben auf möglichst konkrete einzelne Punkte runterbricht und das dann auch damit gut vermitteln kann. Genau. Ich glaube, ich bin ein bisschen knapp in der Zeit. Ich würde kurz noch Methoden vorstellen, die wir im Projekt entwickelt haben. Dazu, genau, können wir uns im Zweifel auch gerne später mehr Fragen gestellt werden, wenn es jetzt in der Kürze nicht ganz klar ist. Das eine ist eine Forschungsbox, die hat der Florian Westreicher vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und die hatten wir im Grundlagen- oder im Grundmodul mit dabei, um grundsätzlich zu vermitteln, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Und nachdem er es entwickelt hat, hat er mir auch eine in die Hand gedrückt. Also man kriegt diese geschlossene Box. Auf dem Foto sieht man es eh, da sind verschiedene Elemente drin und Murmeln. Und dann muss man erstmal, ohne sie aufzumachen, herauszufinden, was ist eigentlich in der Box, nur dadurch, dass man sie bewegt und eben diese Murmel hin und her rollt und auf Widerstände trifft.
Und ich muss sagen, mich hat es extrem neugierig gemacht, hat mit den Schülerinnen auch super funktioniert. Und da kann man dann eben anknüpfen und drüber reden, wie kommen sie eigentlich auf Erkenntnisse? Mit welchen Methoden finden sie das heraus? Und hinterher lösen wir es in dem Fall auf, was ja in der Wissenschaft häufig nicht der Fall ist. Damals kann man ja nicht einfach mal reinschauen in die Blackbox. Aber das hat mir auch extrem gut gefallen als Methode. Dann haben wir für dieses Metabarcoding ein Spiel entwickelt. Da geht es im Endeffekt darum, dass man bei diesem Barcode genetische Sequenzen hat, die man mit einer Datenbank abgleicht. Und um dieses ja doch sehr abstrakte Konzept ein bisschen runterzubrechen, haben wir diese Datenbank mit Fotos nachgestellt. Und die Schülerinnen kriegen dann so kurze Schnipsel, wo sie dann abgleichen müssen, was in ihrer Probe sozusagen, die sie jetzt bekommen haben, welche Arten sie da finden, indem sie dann diese Sequenzen abgleichen. Hat auch sehr gut funktioniert. Und im dem Workshop zur Vegetation geben wir den Schülerinnen noch ein Austrocknungsexperiment mit, das sie dann später auch mit in die Schulklasse nehmen können und da noch weiter forschen können. Genau. Herausforderungen gab es natürlich auch. Eine ist sicher, den Mehrwert für alle Beteiligten sicherzustellen. Schon gesagt, was wir da irgendwie für Ideen haben, was wir alles mit reinbringen wollen in diese Workshops. Die Lehrerinnen haben auch noch mal Vorstellungen, die Schülerinnen haben auch eigene Vorstellungen. Also das alles unter einen Hut zu bringen, ist sicher nicht immer einfach. Ich finde es zum Teil auch schwierig, so große Gruppen sinnvoll einzubinden und zu betreuen und da wirklich im Blick zu haben, dass auch alle was mitnehmen aus den Workshops, dass man da auch, dass auch alle am Ende wissen, was eigentlich zu tun ist. Bei uns gibt es relativ große Altersunterschiede zwischen den Schulklassen, was ich zum Teil auch herausfordernd finde. Also von 12-Jährigen bis 17-Jährigen haben wir alles dabei. Wir müssen also auch relativ flexibel die Inhalte anpassen. Den Zeitaufwand für die Ausarbeitung habe ich persönlich auch etwas unterschätzt. Ja, der Johannes Rüdel ist ja mein Chef, eher weniger, aber ich war schon überrascht, wie lange es dann doch dauert, um diese ganzen Workshops wirklich auszuarbeiten, aus Projekt auf die Schülerinnen anzupassen. Teilweise war es schwierig, die Lehrperson mit einzubinden. Also ich denke, es ist absolut wichtig, dass sie bei den Workshops dabei sind, damit sie sich erstens selber auskennen und zweitens auch einfach wissen, was die Schülerinnen gemacht haben. Das hat sich auch aufgrund organisatorischer Hindernisse an den Schulen nicht immer ganz einfach gestaltet. Oder war auch nicht immer möglich, leider. Genau. Ganz kurz zu Vielfalter. Da schulen wir einzelne Freiwillige, in dem Fall meistens oder fast immer auch Erwachsene, und haben da eher den Zugang, dass die einen Online-Kurs machen, wo sie sich selbstständig viele Inhalte aneignen können, dann ein persönliches Gespräch stattfindet und wir im Anschluss aber auch Bestimmungskurse und Exkursionen anbieten, wo die Freiwilligen sich bei uns nochmal weiterbilden können. Das lasse ich jetzt als kurzen Input stehen. Falls es Fragen gibt, gerne später fragen. Und kommen dann auch zum Abschluss und zu den Empfehlungen. Also eine Empfehlung ist auf jeden Fall, die Ziele und Bedürfnisse aller Beteiligten im Blick zu behalten. Also sich vorher auch selber klar zu überlegen, was die eigenen Ziele sind, aber eben auch, was die anderen Beteiligten im Projekt eigentlich wollen. Schon kurz angeredet, die Lehrerinnen einzubinden und auch fortzubilden, denke ich, ist extrem wichtig. Auch damit die Projektthemen und die Arbeit im Projekt auch im Unterricht eingebunden und fortgeführt wird und es eben nicht bei diesem einen Workshop bleibt. Klar bewährt haben sich außerschulische Lernorte, sei es die Forschungsstandorte oder auch der Besuch an der Uni. Aufgaben klar definieren, denke ich, macht es eh immer sinnvoll und sich eben auch da wieder klar überlegen, dass man alles so weit runterbricht, dass das auch für die entsprechende Zielgruppe verständlich ist und klar auszuführen ist. Und ausreichend Zeit für die Entwicklung von Workshops einplanen, hätte ich auch noch auf jeden Fall mit dabei. Genau. Ich entschuldige mich für die leichte Überziehung und komme damit zum Ende. Gut, dann darf ich gleich weitermachen und freue mich hier, Ihnen heute das Forschungsprojekt Eat and Change vorstellen zu können. Ich bin Fabian Pettig, Assistenzprofessor an der Uni Graz für Fachdidaktik, Geografie und wirtschaftliche Bildung. Und im Forschungsprojekt Eat and Change widmen wir uns der Nicht-Nachhaltigkeit des gegenwärtigen Lebensmittelsystems, der gegenwärtigen Lebensmittelpraxis und versuchen, mit einer praxeologischen Perspektive in den Alltagswelten von jungen Menschen anzusetzen und mit ihnen gemeinsam
Fragwürdiges zu entdecken im eigenen Alltag und Umfeld, darauf aufmerksam zu machen und in den Austausch zu gehen und möglicherweise auch Prozesse des Wandels oder wir würden sagen der sozial-ökologischen Transformation des Lebensmittelsystems auch gemeinsam anzuregen. Das Projekt ist ein Das Projekt ist eine Kooperation, also das Projektnetzwerk besteht aus einer Kooperation von verschiedenen AkteurInnen, die hier zusammenkommen. Das ist einmal die Uni Graz, auch die Pädagogische Hochschule Steiermark und auch die übergreifende Institution des Regionalen Fachdidaktikzentrums einerseits und des Zentrums für nachhaltige Gesellschaftstransformation des RCE Graz Styria. Wir arbeiten insgesamt mit drei Grazer Mittelschulen zusammen, die im Projekt sukzessive hinzukommen. Im ersten Projekt haben wir mit einer Schule gearbeitet, jetzt im zweiten Projekt mit zwei Schulen, im dritten mit drei Schulen. Und insgesamt werden wir zusammenarbeiten mit 120 Co-ForscherInnen über diesen kompletten Prozess hinweg, arbeiten sehr intensiv mit sechs Schulklassen in mehrmonatigen Praxisphasen zusammen und arbeiten auch mit mehreren Lehrkräften zusammen. Das sind insgesamt sechs Stück, die wir sehr intensiv einbinden, Workshops vorab, bevor es in die Praxisphasen geht, aber auch während der Praxiszeit. Unser Projekt Eat and Change ist ein interdisziplinäres Projekt. Das heißt, wir versuchen auch als akademisch Forschende verschiedene Perspektiven aufeinander zu beziehen und hier auch in einen fruchtbaren Dialog zu gehen. Wir sind einmal ein Team aus der Fachdidaktik, das ist die Daniela Lippe als Projektmitarbeiterin und mir als Projektleitung und aus der Humangeografie in Graz die Projektmitarbeiterin Caroline Stöckelmeier und Professor Anke Strüber und Professor Ulrich Ehrmann als beiden ProfessorInnen für Humangeografie in beiden Arbeitsgruppen hier in Graz. Und allein das ist schon ein sehr fruchtbares Zusammenfinden, umso mehr, wenn wir hier eben auch mit jungen Menschen zusammen forschen. Nun, ich habe schon gesagt, wir haben eine praxeologische Perspektive, wir verstehen Citizen Science aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive als ein gemeinsames Forschen, als ein partizipatives Forschen. Und wir stellen als Datenerhebungsmethode ins Zentrum die Fotografie. Wir arbeiten mit einer Methode, die PhotoVoice heißt und die letztlich eine etablierte visuelle Methode partizipativer Aktionsforschung ist und darauf abzielt, Co-Forschende sehr umfassend in den Forschungsprozess einzubeziehen. Das heißt, sie nicht nur aktiv in die Datenerhebung beispielsweise einzubeziehen, in die Datenauswertung, sondern umfassend auch in den Bereich der Bestimmung einer Forschungsfrage, Bestimmung von Problemhorizonten, die sie bearbeiten wollen, in die Bestimmung der in den Prozess der Datenerhebung, aber auch der Datenanalyse und auch in die Verbreitung, Dissemination der eigenen Forschungsergebnisse. Also man könnte vielleicht von einer umfassenden Citizen Science sprechen, die wir hier anlegen. Und die Idee ist letztlich, dass es darum geht, sehr stark aus den Perspektiven der Co-ForscherInnen Herausforderungen in ihren eigenen Lebenskontexten und Lebenswelten zu bestimmen, diese auch als soziale Herausforderungen ins Blickfeld zu rücken und im besten Fall auch mit Stakeholdern, die Möglichkeiten haben, auch etwas in den Bedingungen zu verändern, ins Gespräch zu gehen und dann im besten Fall auch sozialen Wandel anzustoßen. Also ein großes Ziel, das wir hier auch im Projekt verfolgen. Und weiterhin geht es uns darum, dass wir also gemeinschaftlich mit SchülerInnen vor dem Hintergrund der Nichtnachhaltigkeit des gegenwärtigen Lebensmittelsystems also ganz konkret auch Transformationsstrategien entwickeln und ableiten in den Lebenskontexten junger Menschen auf Grundlage ihrer Forschungsergebnisse, an welchen Stellen wir also ansetzen könnten, um auch wirklich eine Veränderung des Status quo zu erreichen. Und damit sehr eng verbunden ist auch aus einer akademischen Perspektive diese Methode PhotoVoice, die in bestimmten Kontexten sehr etabliert ist, aber auch noch stärker in der schulischen Bildung zu verankern und hier also auch Designprinzipien zu generieren, wie also partizipative Forschungsformate in Schulkontexten stattfinden können unter Zuhilfenahme dieser sozialwissenschaftlichen und visuellen Forschungsmethode. Und ein weiteres Forschungsziel, was uns ein Anliegen ist, ist das Ganze nicht nur innerhalb des Projektrahmens zu machen, sondern auch darüber hinaus zu disseminieren. Und so entwickeln wir einen sehr intensiven, mehrschleifigen Prozess. Ich habe hier noch eine Abbildung mitgebracht, also auch Open Educational Resources, frei verfügbare Bildungsmaterialien, die dann eben über mehrere Kanäle disseminiert werden, um flexibel einsetzbares Unterrichtsmaterial auch bereitzustellen über den Kontext unseres Projektes hinaus, sodass solche partizipativen PhotoVoice-Projekte auch an Schulen über den Projektkontext hinaus, wie gesagt, umgesetzt werden können. Und zuletzt haben wir mit der Methode, die wir anwenden, auch ein Bildungsanliegen.
und Bildungsambitionen wir verfolgen. Und das ist, SchülerInnen zu einem reflexiven und kritischen Umgang mit Lebensmittelpraktiken anzuregen einerseits, aber nicht in einer moralisierenden Perspektive, sondern es geht uns vor allem darum, SchülerInnen als politische Subjekte zu stärken, über die Beteiligung am demokratischen Prozess von Wissensproduktion in unserem Projekt und auch eben in die Dissemination, in die Involvierung, in die Dissemination dieser Ergebnisse, in die Diskussion der Ergebnisse. Und darüber ist unser Anliegen auch die Bereitschaft, junge Menschen zu fördern, sich einzusetzen für eine sozial-ökologische Transformation. Ich habe schon eine Abbildung angesprochen, die ich Ihnen hier nun zeige. Das ist ein iteratives Vorgehen, das wir im Projekt anlegen. Sie sehen unten aufgeführt, also den Zeithorizont. Das sind 3 Schuljahre, in denen wir das Projekt durchführen. Wir sind nun gerade gestartet, Ende letzter Woche in dem zweiten Durchlauf, in dem zweiten Zirkel. Und was unser Anliegen im Endeffekt ist, als akademisch Forschende, die wir gemeinsam, gemeinschaftlich forschen wollen, die Menschen, ist es, dass wir natürlich eine ganze Reihe an theoretischen Ansprüchen, Begriffen, Anliegen und dergleichen mehr hineintragen in dieses Projekt. Aber andererseits natürlich auch in der Praxis ganz klare Anforderungen gibt, ganz klare Bedarfe und ganz klare strukturelle Bedingungen, denen wir uns auch widmen müssen und wollen und auch Praxisherausforderungen, die wir adressieren wollen. Und das führt uns eigentlich dazu, dass wir gemeinschaftlich in so einen Designprozess gehen, dass wir also gemeinschaftlich mit Lehrkräften, Unterrichtsumgebung, Unterrichtsmaterial, um diese partizipative Forschung zu realisieren, co-konstruieren, das Ganze implementieren, gemeinschaftlich analysieren, auch mit tiefgründigem, weitreichendem Feedback durch die SchülerInnen selbst. Und dann in den Überarbeitungs- und Redesign-Prozess gehen, den wir jetzt gerade abgeschlossen haben. Wir befinden uns heute in der zweiten Implementierungsphase. Und die Idee ist also, dass wir über diese 3 Jahre dann ein sehr breit einsetzbares, sehr flexibel einsetzbares und sehr gut verständliches und mehrfach praxisvalidiertes Material auch zur Verfügung stellen können, um diesen Anspruch dann eben auch zu genügen. Und in dem Disseminationskonzept ist auch vorgesehen, das Ganze zu verbreiten, auch in Lehrkräftefortbildung, aber auch Follow-up-Aktivitäten, die wir natürlich sehr gut begleiten können, beispielsweise auch in der universitären Lehre angehender Lehrkräfte, die solche Projekte auch in anderen Schulen gut umsetzen können. Und natürlich haben wir auch als akademisch Forschende begleitend ein Interesse. Wir sind natürlich daran interessiert, einerseits gemeinschaftlich die Transformationsstrategien zu entwickeln mit den jungen Menschen, aber wir haben natürlich auch ein Bildungsanliegen, wie ich sagte, und das wollen wir auch beforschen und begleitforschen. Gut, wie sieht diese partizipative Forschung aus? Wir haben ein Konzept entwickelt, was sich letztlich auf 3 Phasen stützt. In der ersten Phase geht es darum, SchülerInnen erst überhaupt mal den Blick dafür zu schärfen, was überhaupt Herausforderungen auch gegenwärtiger Lebensmittelpraxis sind, aus ihrer eigenen Perspektive heraus, aber auch angereichert durch wissenschaftliche Inhalte. Und das mündet dann in den Prozess, den wir als ForscherInnen werden, hier beschrieben haben, zu dem ich gleich noch ein paar Sätze sagen werde, wo wir eben die gemeinsam auch die Frage evaluieren wollen, wie sich jetzt eigentlich auf bestimmte Herausforderungen in unseren Alltagskontexten hinweisen lässt, mithilfe dieser Methode, wie wir Fotos gemeinsam auswerten können und wie wir dann eben auch in die Verbreitung unserer Ergebnisse gehen können. Und das mündet in eine Phase, die hier mit Aktion und Reflexion überschrieben ist und die letztlich bedeutet, dass SchülerInnen gemeinschaftlich mit uns in der Rolle als Facilitator Forschungsprojekte planen, Forschungsfragen festlegen, auf Erkundungstour gehen, Fotos machen, gemeinschaftlich dann im Klassenverband mit uns auch Daten diskutieren auf Grundlage bestimmter Kriterien, die wir gemeinsam anlegen und im Anschluss dann auch in einen Veröffentlichungsprozess dieser Forschungsergebnisse gehen. Das heißt, einfach gesagt, eine Ausstellung vorbereiten und dann eben auch ein Zielpublikum einladen, die unsere Forschungsergebnisse eben auch sehen sollten und hören sollten. Und zum Schluss des Ganzen steht dann auch noch ein Prozess des Debriefings, wo wir auch gemeinschaftlich nochmal die gemeinsame Forschung reflektieren und auch über Möglichkeiten und Grenzen gemeinsamer Forschung in Schulkontexten sprechen und auch eben SchülerInnen sehr stark befragen, inwieweit das, was wir da eigentlich herstellen, auch ein machtfreier und kritischer Forschungsraum sein kann und ist. Und das ist eine sehr produktive Diskussion, die wir führen. Nun, weg von den Modellen hin zu konkreten Fotos. Ich habe hier mal ein bisschen mitgebracht, was wir also mit SchülerInnen gemacht haben. Hier sehen wir also mal ein sehr umfangreiches Stationenlernen, was wir entwickelt haben, was sich Herausforderungen des gegenwärtigen Lebensmittelsystems widmet und wo SchülerInnen hier beispielsweise gerade sich mal auf die Spur begeben. Die Station heißt vom Feld in die Tonne, also wie viele Lebensmittelabfälle eigentlich so anfallen entlang der Lieferketten. Und nach neueren Berechnungen sind es gute 40%, die niemals auf dem Teller landen, alle dessen, was mal für die Ernährung vorgesehen war. Und das sind auch sehr aufrüttelnde Zahlen, wenn man sich das so spielerisch und interaktiv hier erschließt. Da gibt es insgesamt 6 Stationen und das ist
ein sehr intensives Miteinander. Dann geht es daran, die eigenen Forschungsprojekte zu planen. Wir haben dafür Forschungshandbücher und Tagebücher entwickelt. Das werde ich dann noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Es geht in vielen Gruppendiskussionsphasen darum, dann die konkreten Projekte zu bestimmen, auszuwerten, Pläne zu schmieden und gemeinschaftlich dann zu überlegen, wie können die einzelnen Projekte umgesetzt werden. Es geht in weiterer Folge darum, konkrete Fotos zu machen, hier zum Beispiel zum Umgang von Grazer Lebensmittelgeschäften mit ihren Lebensmittelabfällen. Das ist ein Projekt, dem sich eine Gruppe gewidmet hat. Und diese Fotos dann wieder in den Klassenverband zu tragen, gemeinschaftlich die Tiere geleitet auszuwerten und eben die geeignetsten Bilder auch zu bestimmen, um die Forschungsfragen zu beantworten und auch über diese eben im Rahmen einer Ausstellung dann in den Dialog zu treten mit einer Öffentlichkeit. Genau, und da ist auch geplant, den Grad der Öffentlichkeit sukzessive zu steigern. Genau, wir sind da in ganz interessanten Gesprächen und hoffen auch politische Stakeholder im Laufe des Projektes erreichen zu können mit unseren Forschungsergebnissen. Genau, und was ich auch sagte, dieser Prozess des Debriefings ist für uns sehr wichtig. Es geht also nicht nur darum, reinzugehen, Daten zu erheben und wieder abzuziehen, sondern es geht eben auch darum, diese gemeinsame Zeit tiefgründig auszuwerten und zu reflektieren und dann eben auch zu überlegen, was das eigentlich für unser eigenes Verständnis bedeutet, wie Wissen produziert wird, wie wir uns einbringen können in Wissensproduktion und was wir auch für einen Impact machen können, bezogen auf Dinge, mit denen wir vielleicht nicht zufrieden sind und die änderungswürdig sind. Genau, ich habe hier nochmal einen kleinen Überblick aus einzelnen Forschungsprojekten, um Ihnen einfach nur zu zeigen, was so die vielfältigen Bilder waren, die entstanden sind. Da könnte ich jetzt hunderte zeigen, aber spannend ist vielleicht, dass die jungen Menschen sich zum Beispiel interessiert haben für den Umgang mit Lebensmittelabfällen, ganz konkret unterschiedliche Lebensmittelgeschäfte, aber auch Backwarengeschäfte und dergleichen mehr in Graz besucht haben und einfach mal gefragt haben, kann ich mir mal eure Mülltonnen, können wir uns mal eure Mülltonnen angucken und da mal ein paar Fotos zu machen. Das ist zum Beispiel auch sehr interessant, wer dazu Ja sagt und wer dazu Nein sagt. Und auch das hat zu sehr interessanten Diskussionen geführt. Eine Gruppe hat beispielsweise auch sehr intensive Diskussionen mit BauernmarktbeschickerInnen geführt und einfach mal darüber gesprochen, was sind so eure Perspektiven auf die Sache und das auch fotografisch dokumentiert und sehr schöne Porträts auch von BauernmarktbeschickerInnen gemacht. Und dort sind beispielsweise Aspekte herausgekommen wie, naja, wir haben aber auch ziemlich beschränkte Öffnungszeiten. Viele Menschen können unser reichhaltiges Angebot überhaupt nicht wahrnehmen, weil sie eben dann offen haben, wenn sie arbeiten. Ja? Und das ist ein Grundproblem, wenn es auch darum geht, was ist überhaupt die Zugänglichkeit zu nachhaltigen Lebensmitteln. Und genau, und das ist beispielsweise eine Sache, die sich eine Gruppe verschrieben hat. Es geht natürlich aber auch sehr viel um die eigene Ernährung und um den Kontext, in dem sich ernährt wird. Es geht auch sehr viel um Fragen von Fleischkonsum, sehr viel um Fragen von Moralisierung und von der Ablehnung, auch moralisiert zu werden von Leuten, die es vermeintlich besser wissen. Und das sind sehr interessante Diskurse, die man da führt. Und ich glaube, auch echte Bildungschancen, die sich im Rahmen dieser partizipativen Forschung ergeben. Nun, ich würde gerne noch kurz einige Einblicke geben, was wir für Unterrichtsmaterial entwickelt haben. Denn was tatsächlich ganz wichtig ist, ist, wenn wir Citizen Science machen wollen, das ist mein persönlicher Eindruck, dass es häufig so ist, wir haben die Fragen, wir haben die Problemsicht und dergleichen mehr, aber junge Menschen haben die häufig nicht. Und ich glaube, wenn wir wirklich gemeinsam forschen wollen, ist es wichtig, junge Menschen auch zu sensibilisieren und auch diesen gewohnten Blick mal bewusst zu irritieren und nochmal neu hinzuschauen und auch so überhaupt erstmal dieses Aufwachen aus dem Schlummer des Gewohnten sozusagen und mit einem neuen, unverstellten Blick nochmal scheinbar Bekanntes nochmal in den Blick zu nehmen, was für uns vielleicht als akademisch Forschende was uns schon sehr in Fleisch und Blut gegangen ist, das überhaupt erstmal zu kultivieren, muss ein erster Schritt sein, um es auch zu Fragen von den jungen Menschen zu machen und nicht zu unseren Fragen, die wir einfach ausführen sollen. Und dafür hat sich eine Bildkartei, haben wir da entwickelt, die sich bewährt, wo es darum geht, mal ganz gezielt auszuloten, was sind eigentlich unsere Anliegen für eine zukunftsfähige Ernährung? Was ist überhaupt eine zukunftsfähige Ernährung? In welche Richtung sollte es eigentlich sein? Brauchen wir mehr Precision Farming, ja, also mehr digitale Durchdringung von Landwirtschaft? Oder brauchen wir eher eine Idee von Urban Gardening, Subsistenzwirtschaft oder eher eine Idee von Regionalität, Saisonalität und dergleichen mehr? Das sind so viele Fragen. Da merkt man auch schon, dass junge Menschen schon mit sehr viel in Berührung gekommen sind. Und das wollen wir im ersten Schritt heben. Im zweiten Schritt widmen wir uns dann ganz explizit diesen Problemen und Herausforderungen des gegenwärtigen Lebensmittelsystems und da liegt auch mit sehr viel fachlichen Hintergründen. Und im dritten Schritt kriegen die SchülerInnen ein Forschungshandbuch und auch ein Forschungstagebuch zur Seite, in dem sie also auch über den kompletten Prozess hinweg Dinge dokumentieren können, Aufgaben finden, die sie voranbringen können in eigenen Forschungsprojekten, immer wieder zum Nachdenken anregen, zum Reflektieren und ihnen auch ganz konkrete Hilfestellung geben, um ihre eigenen Projekte umzusetzen. Und all das wollen wir eben auch disseminieren als weitere Bildungsressource, inklusive Begleitmaterial zur Umsetzung
sodass man das einzeln oder eben auch im Verbund alles einsetzen kann im Unterricht, mal mit weniger Stunden, mal in mehr Stunden, da gibt es unterschiedliche Angebote, sodass wir auf breite Streuung hoffen. Ganz konkret, nur ein paar Schlaglichter kann man hier sehen, dass wir in diesem Forschungshandbuch zum Beispiel Material entwickelt haben, SchülerInnen erstmal zu sensibilisieren, was heißt es doch, mit der Kamera Daten aufzunehmen, was sind da auch Fragen von Forschungsethik, die wir uns stellen müssen. Ich kann nicht einfach in den öffentlichen Raum gehen und wild Leute fotografieren. Ich muss auch vielleicht um Erlaubnis fragen. Ich muss mich auch überlegen, was darf ich darstellen, was möchte ich darstellen und wie kann ich es darstellen, ohne jetzt vielleicht aber auch zu suggestiv zu werden in dem, was ich da tue und Wahrheit auszublenden sozusagen. Ja. Und dann aber auch die Frage, wie viel Wahrheit kann ich überhaupt mit dem Foto aufnehmen? So, das sind sehr spannende Diskussionen, die sich ergeben und die eben auch im Forschungshandbuch über konkrete Aufgaben auch angeregt werden. Und dann geht es natürlich aber auch um Handwerkszeug, wie werten wir Fotos eigentlich aus? Und das ist alles sehr spielerisch unterstützt, um also sehr komplexe Prozesse sozialwissenschaftlicher Forschung auch zu übertragen. In den Kontext, in dem wir hier arbeiten, das sind Mittelschulen in Graz und die SchülerInnen sind 10 bis 14 und aus sehr heterogenen Kontexten. Und das war aber auch unser Anliegen, das hier wirklich sehr breit einsetzbar zu machen. Genau, und dann ist natürlich auch sehr wichtig, diejenigen, die forschen, wissen das, sich selber mit der Forschung auch reflexiv auseinanderzusetzen. Wir haben dafür ein Reflexionsangebot erstellt, ein Forschungstagebuch mit einer ganzen Reihe an Reflexionsmöglichkeiten, Dokumentationspraktiken, die dort angeboten werden, die wir auch gemeinsam einüben, wo auch es nochmal um Datenhoheit geht, was uns auch sehr wichtig ist. Wir arbeiten mit sehr sensiblen Daten und die Datenhoheit obliegt natürlich den Co-ForscherInnen, den jungen Menschen, mit denen wir zusammen arbeiten. Und sie teilen im Projekt das, was sie teilen möchten und auch nicht mehr. Genau. Vielleicht abschließend erlauben wir noch ein paar Worte zu verlieren. Tipps für die Umsetzung habe ich es mal genannt. Also es ist ja schon immer wieder so ein bisschen durchgeschimmert, was sich da so bewährt hat oder was da auch so meine Anliegen sind oder unsere Anliegen im Projekt, was wir gemacht haben. Aber hier vielleicht nochmal auf so 5 Kernaspekte runtergebrochen. Also ich würde sagen, so eine umfassende Citizen Science, wie wir es hier vorhaben, ja, oder wie wir es hier durchführen, so eine partizipative Forschung im besten Sinne, die hat natürlich ihre Grenzen, gerade in institutionellen Kontexten, also in der Schule, wo die SchülerInnen vielleicht auch nicht mehr freiwillig teilhaben an dem, was wir da tun. Das ist ja auch so eine große Frage. Ja. Und dann ist schon die Frage, wie wir SchülerInnen auch sensibilisieren können, wie wir SchülerInnen mitnehmen können. Und dass wir aber auch akzeptieren müssen, dass das ein Angebot ist und dass das natürlich aber ausgeschlagen werden kann. Das muss man auch sagen. Und deswegen ist ein Scheitern, sowohl was Forschungsprojekte im Kleinen angeht, von den SchülerInnen, als aber auch, wenn man in die Schule geht, glaube ich, auch etwas, was man immer mit berücksichtigen muss. Es ist nicht wünschenswert, aber es natürlich gehört zum Forschen dazu. Das wissen als akademische Forschende. Und das kann man auch als Bildungsgelegenheit nutzen, natürlich, um mit jungen Menschen darüber zu sprechen, warum hat es nicht geklappt, was ihr vorhat, beispielsweise. Das muss man, glaube ich, akzeptieren und nicht versuchen, künstlich alles direkt rauszurechnen, methodische Klärungen und das. Einerseits und andererseits würde ich auch sagen, dass man unglaublich viel Zeit einplanen muss fürs Verstehen und Ausprobieren. Also wir können Aufgabenstellungen natürlich wunderbar nach neuesten didaktischen Standards formulieren, aber das andere ist dann immer noch, wenn konkrete Menschen dann mit denen konfrontiert werden und gerade auch in so einem anderen Setting, wenn auf einmal wichtig ist, was die jungen Menschen beispielsweise auch in Erfahrung bringen wollen. Wir haben zum Beispiel oft die Frage bekommen, was soll ich denn da hinschreiben, was ist denn meine Forschungsfrage? Und dann wird die Antwort, naja, das, was dich interessiert in diesem Problemkontext. Und das ist zum Beispiel überhaupt ein Umdenken, was wir auch häufig nicht so auf dem Schirm hatten, was auch einfach Zeit braucht, SchülerInnen dafür zu sensibilisieren. Es ist wichtig, was ihre Anliegen sind. In unserem Projekt, das ist uns klar, aber SchülerInnen häufig eben auch nicht. Da braucht es Zeit und Räume des Verstehens. Und wichtig ist eben natürlich auch Hilfestellung geben, weil wir arbeiten mit jungen Menschen zusammen. Und das ist natürlich was anderes, als mit akademisch vorgeprägten und vorgebildeten Menschen zusammenzuarbeiten, keine Frage. Aber zugleich wollen wir natürlich auch Freiheitsgrade bewahren, weil es geht ja nicht nur darum, Data Harvesting zu betreiben und Daten abzugreifen, sondern Menschen zu beteiligen. Und dann braucht es eben Hilfestellung, ja, aber eben auch nicht zu sehr Einengung. Das ist, glaube ich, ein Spannungsfeld, das man einfach immer mit auf dem Schirm haben sollte, wenn man ein Citizen Science Projekt plant. Und das Punkt 4 und 5 hängen für mich sehr eng zusammen. Also ich würde sehr stark auch dafür plädieren, wo immer es geht, auch CoforscherInnen und andere beteiligte AkteurInnen einfach zu involvieren in den Prozess auch der Planung, der Gestaltung von Material, von Hilfestellung, von Material zur Umsetzung, sodass das eben auch ein gemeinschaftliches Projekt ist. Und ich glaube, da gewinnen alle Beteiligten von, nicht nur die CoforscherInnen an den Schulen, sondern auch die akademisch Forschenden, die an die Schulen gehen. Danke. Und wer mehr wissen möchte, hier wäre noch eine Homepage. Genau. Dankeschön.